Einsatz für die Autobahnpolizisten Franke und Terrani. Die Leitstelle Köln, guten Tag. Meier, mein Name. Bin hier gerade mit dem Wagen auf den Rastplatz Waldesruh gefahren. Das ist die A553 und ich habe hier was ganz Komisches beobachtet. Was genau haben Sie denn beobachtet? Ja, hier steht ein Wagen quer und da ist eine Frau rausgesprungen und ein Mann hinterher. Die haben sich gestritten ganz lautstark und er hat sie gegen ihren Willen wieder in den Wagen gerissen. Die Melderin ist sicher. Die junge Frau befindet sich in großer Gefahr. Hallo. In dem Wagen sind wir vorne, der so steckt. Ich mache mir total Sorgen um die junge Frau. Als ich hier angekommen bin, habe ich gesehen, wie eine junge Frau ausgestiegen ist, rausgesprungen ist und ein Mann direkt hinterher. Sie gerieten sofort in Streit. Ich kann leider nicht verstehen, worum es da ging. Und ja. Der eskalierte auch gleich mit Handgreiflichkeiten und so weiter. Und der Mann hat die Frau... Was heißt eskaliert? Richtig? Richtig handgreiflich, also was ich aus der Entfernung sehen konnte. Aber er hat sie dann wirklich mit brutaler Gewalt wieder in den Wagen zurückgezerrt. Sie sitzen also noch drin? Sie sitzen jetzt noch da drin, ja. Okay, dann werden wir doch mal gucken, oder? Ja. Die Situation ist gefährlich, da niemand weiß, ob der gewaltbereite Fahrer bewaffnet ist. Als die Beamten näher kommen, bestätigen sich die schlimmsten Befürchtungen. Ach, guck mal. Hey, aussteigen. Ja, aussteigen. Was ist los? Was ist denn hier los? Kommen Sie zur Seite. Ja. So, was ist denn los? Ja, ist eine Mitfahrgelegenheit. Haben Sie verletzt oder was? Ja, ist eine Mitfahrgelegenheit. Ich habe eine Vollbremse gemacht, beziehungsweise sie hat mir ins Lenker gefasst und musste hier eine Vollbremse machen, wie Sie sehen. Ja. Okay, was war denn jetzt los? So ziehen Sie die Frau da ins Fahrzeug rein? Ja, weil sie verschwinden wollte. Ja, ist doch ihr gutes Recht, oder nicht? Ja gut, aber ich kriege ja Geld von ihr für die Mitfahrgelegenheit. Ja, okay, aber Sie können doch keinen festhalten, oder nicht? Ja, das ist eine starke Kopfverletzung, ne? Schau. Ja. Daher, er auch, oder was? Ja. Und das war nicht einfach so festgehalten. Das sah schon ein bisschen brutaler aus. Ja, das ist die Mählerin, die uns verständigt hat. Deswegen, also, ja? Ist doch Quatsch. Ja, warten Sie, bleiben Sie jetzt mal. Auch Polizei für den Aufwand. Soll ich mein RTW rufen? Krankenwagen für den Kopf? Nein. Nein? Nein. Das ist aber stark blutend. Ich glaube doch, mal zum drüber gucken, okay? Sie müssen ja nicht mitfahren, aber dass ein Arzt mal drüber schaut. Zuerst hätte ich mal gerne ein Perso von Ihnen und von Ihnen. Ausweis haben Sie auch? Ja, muss doch nicht sein, Personal. Doch, muss sein. 1428 für den Arnold. Merkwürdig war auch, als wir den RTW rufen wollten, die Person wollte sich gar nicht, trotz der großen Kopfwunde, die auch blutete, behandeln lassen. Also das ist schon dieses erste Indiz dazu, dass man sagt, naja, jede verletzte Person, die Schmerzen hat, möchte gerne mal drüber geguckt werden oder der RTW soll vorbeikommen. Da wussten wir auch schon, irgendwas stimmt da nicht. Haben Sie nichts dabei? Nein. Nein? Okay. Schreibt der Kollege sich das wie mal auf. Denn? Irina Stambuch. Ja, aber ist doch egal, der Name ist doch jetzt, oder? Egal ist das ja nicht. Wir machen unsere Arbeit und Sie warten einfach und hören zu. Ja, aber Leute, hier geht's um 50, 60, 70 Euro, ja? Um eine Kleinigkeit. Mir geht's aber nicht um das Geld. Mir geht's um erstmal die Person, warum die verletzt ist, um die Geschichte, ob die auch abgerundet ist und stimmt und um Ihre Person. Ja, und dann fragen Ihre Sie doch. Klar, ich kann sich das ja nicht ausweisen. Wie schreibt sich das? S-C-A? Also es ist kein Schubladendenken, aber man hat natürlich so eine Person vor sich stehen, wo man sagt, ja, das passt schon ins Milieu rein. Und bei der Dame, es passte ins Osteuropäische und das hängt natürlich nah beieinander. Was ist das für ein Ausweis? Bulgarisch. Bulgarischer? Okay. So. Das ist auch unfassbar. So. Sie, stell dich bitte hier hin. Ja, dahin. Genau. Einfach, hier, ins einfach Auto stehen bleiben. Und dann das losfahren. Einfach kann. Stehen bleiben. Ja, nee. Ich habe doch keine Zeit. Der Verdächtige hat es auffällig eilig, die polizeiliche Maßnahme so schnell wie möglich zu beenden. Aus gutem Grund, wie sich im Laufe der Ermittlungen zeigen wird. Irina, ist doch alles in Ordnung, oder? Irina, oder? Ja. Ist doch alles gut, oder? Ja. Bitte bleiben Sie weg. Glauben Sie dem bitte gar kein Wort. Da haben wir eine KV aus dem Jahr 2015. Ja, okay. Und sonst alles negativ. Für abgefragte Irina Stambulov habe ich absolut keinen Eintrag. Ich finde die hier bei uns im System nicht. Ja, okay, also weder AZR noch sonst was. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Ich melde mich dann wieder. Also nix? Ja, ist. Hat schon mal eine KV gehabt? So. Nee, haben wir nicht geklärt. Aber noch, gerade nicht so. Von Ihnen haben wir geklärt. Ja. Von Ihnen nicht. Mein Vorschlag also ist. Schauen wir mal nach. Nee. Mein Vorschlag ist. Wie gesagt, Sie schlagen jetzt nichts vor. Und einer hört zu. Und im Moment rede ich und mein Kollege und dann hören Sie zu. So einfach geht das. So. Haben Sie irgendwas dabei, wo. Tasche oder so? Ja. Ja? Wo? Ja, im Auto? Ja, dann schauen wir nämlich mal einmal im Auto nach. Hier? Ja. Guck mal von hinten. Komm mal besser ran, weil ich habe hier hinten auch noch was gesehen. Wollen Sie ein Auto kaufen oder was ist los? Was ist denn Ihre Tasche? Die schwarze. Die schwarze Tasche ist Ihre und die andere? Die zweite Damenhandtasche Ihnen? Ja, von ihr, ne? Ja, schwarz. Die Farben können Sie nicht so unterscheiden. Ja, die ne? haben immer mehr Sachen dabei, die Mädels. Ja? Ach so, zwei unterschiedliche Taschen habe ich aber noch nie gesehen. Kommen Sie mal her. Was ist denn hier passiert? Ja, was ist denn hier passiert? Hm?
Also mit der Schminke rangekommen. Wer? Sie? Wenn sie vorne sitzt? Bei einer weiteren Augenscheinnahme des Fahrzeuges haben wir im Vorbereich dann festgestellt, dass zwei Handtaschen dort hinten waren. Und zwar zwei unterschiedliche Handtaschen. Und an dem, also an dem Vordersitz des Fahrers von hinten an der Kopflehne ein Gesichtsabdruck war. Daraufhin konnten wir eigentlich schließen, das waren zwei Indizien dafür, dass es noch eine weitere weibliche Person im Wagen gab. Folgendes, Sie und noch eine Kollegin, Mädchen. Welche Kollegin? Mädchen, ein anderes Mädchen. Davon haben Sie am Anfang nichts gesagt. Dana, doch, eine andere Freundin. Die war auch mit Fahrgelegenheit und ist hier verschwunden. Ich konnte sie noch festhalten und deshalb hat sie wahrscheinlich auch das mitbekommen. Jetzt. Ja, ich kann natürlich nur eine festhalten. Ich saß am Steuer, bitte. Können nur eine festhalten. Ja. Ich rufe aber auch mal Verstärkung, weil das ist mir gerade hier so ein bisschen. Können die da auch mal nachgucken? Verstärkung, Leute, Leute. 14:28 für den Arno. Nach den ganzen Befragungen war natürlich alles sehr rätselhaft, was er alles für Geschichten aufgezählt hat, der Fahrer. Und auch hinten mit dem Gesichtsabdruck. Also da klingelten die Alarmglocken und man wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Sie saß vorne, sie wollte auch kein RTW. Das ist eine Kopfplatzwunde, da muss so genäht werden. Ne? Sehen Sie? Besser. Ja. Muss im Krankenhaus versorgt werden. Ne? Nein, da ist alles in Ordnung. Ja, ist es ja nicht. Gerade im Gesicht ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass man da so ein bisschen, mein Mann ist auch ein bisschen Eitelkeit und so. Ich will nicht ins Krankenhaus. Wollen nicht ins Krankenhaus? Nein. Ja. Warum nicht? Sind Sie nicht versichert oder warum wollen Sie nicht? Sprechen Sie auch mehr als nur ja? Wir können eine Kompresse drauf machen, ne? Und dann, wenn Sie nicht mit wollen, wir können Sie nicht zwingen. Ne? Ja, für uns ist es gerade in so einer Situation natürlich sehr schwer, weil wir ja nur kommen und helfen wollen. Die Leute wollen aber nicht, dass wir ihnen helfen. Also ja, wir haben halt keine große Chance. Also es ist so, dass Sie uns das unterschreiben müssen. Uns braucht ihr auch nicht mehr, oder? Transportverweigerung, ja. Das wäre eine Regress. Da sind wir doch jetzt fertig, oder? Wir hauen dann nämlich jetzt wieder ab. Warte mal, schau mal. Ich bleib mal hier. Was ist denn mit Ihnen? Wo kommt sie denn her? Ah, kommen Sie mal her. Hier haben wir eine hier mit Stichverletzung oder irgendwas. Keine Ahnung. Was ist passiert? Ich war im Wald und wollte pinkeln. Da kommt so eine Psycho-Olle aus dem Gebüsch gesprungen und rammt mir ein Messer ins Bein. Wir gehen erst mal zum Auto. Ein Messer ins Bein? Wie sah die denn aus? Hier, sofort hier, oder was? Ja, ein Stückchen weiter im Wald rein. Ich wollte nicht direkt an der Straße. Ein Stückchen weiter, also einfach darunter, ja? Als die Personen aus dem Waldstück herauskamen, hatten wir da natürlich zwei verschiedene Situationen. Einmal die erste mit dem Fahrer und der Beifahrerin und dann die verletzte Person. Und da hatten wir natürlich keine Vorkenntnisse oder keine Indizien dazu, dass diese Situation zusammenhängen könnte. Also eine Frau haben Sie gesagt, ja? Können Sie irgendwie beschreiben? Das ging alles mega schnell. Irgendwas, lange Haare, kurze Haare, blond, brünett, grün. Blond. Okay. Blond, ich glaube. Messer, ja? Mit einem Messer und die hatte irgendwie eine dunkle Jacke an. Dunkle Jacke, okay. Hat die irgendwas gesagt? Die hat sich dann einfach umgedreht, ist ein Stück weggelaufen und ich habe versucht zu flüchten. Okay, ja! Sollte es sich bei der Täterin um die mysteriöse Mitfahrerin handeln, könnte diese das Rätsel um die Auseinandersetzung im Auto aufklären. Fest steht, dass die Frau unberechenbar ist und das Opfer brutal niedergestochen hat. Du guckst rechts, ich guck links. So dicht ist es ja nicht, dass man sie hier nicht sehen könnte. Ich weiß aber auch nicht, was die anhat, ey. Als wir an der Einsatzstelle eintrafen, bekamen wir die Information, dass eine Frau bewaffnet mit einem Messer noch im Wald sein sollte. Sie sei geflüchtet vor einem Mann. Deswegen haben wir uns direkt in den Wald begeben. Sie kennen immer noch nichts, ne? Nein, immer noch nicht. Stopp! Hey! Ihr hört jetzt auf mich! Kein Mist! Sonst auf keinen! Mach jetzt keinen Mist! Auf keinen! Jetzt keinen Mist! Schritt zurück! Schritt zurück! Sofort! Mach jetzt keinen Mist! Sofort! Hier, ganz ruhig! Ich bin der Kommandant! Bleib ruhig! Was ist denn los? Ich bin der Kommandant! Mach jetzt! Du bist der Kommandant! Okay, du bist der Kommandant! Ist okay, super! Die Waffen unten halt! Ja, du bist der Kommandant! Plötzlich und ganz unerwartet hat wohl der Fahrer des Fahrzeugs seine Nerven verloren und zückte irgendwie einen Stift, einen Bleistift und nahm die Frau als Geisel und hielt ihr diesen spitzen Bleistift an der Halsschlagader. Also das war schon eine sehr brenzlige Situation. Da mussten wir auch sofort reagieren, haben unsere Waffen auch gezogen, weil wenn er den Bleistift durchdrückt, verblutet die Frau sofort. Die Beamten stoßen auf die Gesuchte. Anscheinend wollten sich die Frauen aus der Gewalt eines brutalen Menschenhändlers befreien. Legen Sie das Messer runter! Wir sind von der Polizei, ganz ruhig. Nein. Messer runter! Auf den Boden damit! Das Messer erstmal weg. Sie bleiben, wo Sie stehen, legen das Messer runter, auf die Erde. Wir sind von der Polizei, ist alles okay. Legen Sie mal das Messer runter. Okay? Auf den Boden damit. So. Kommen Sie und langsam zu uns. Kommen wir erstmal hier. So. Was ist denn passiert? Alles ganz ruhig, ganz ruhig. Das Auto geschützt, wo ist es?
Ist hier alles passiert? Wer ist das? Wer denn? Irina. Irina? Wo ist sie denn? Ist das bestimmt. War da eben nicht nur eine Frau? Ja. Also die ist dann oben bei ihren Kollegen. Ja. Ja, also das ist alles okay. Der ist im Krankenwagen. Nein, ist alles okay. Wir sind alleine in Sicherheit. Ja. In solch einer Situation muss man sehr sensibel vorgehen. Die Frau ist aufgebracht, die ist emotional total am Ende. Da muss man gefühlvoll mit ihr reden, da muss man sanft mit ihr reden. Da kann man nicht einfach hingehen und sagen, was war da los? Da muss man erstmal auf die Frau eingehen. Komm, bleib mal ganz ruhig. Was ist denn los zurück, mit dir? Schritt zurück! Sofort! Komm, bleib mal ruhig, Mann! Ganz ruhig, Vorsicht, pass auf! Ganz ruhig. Kollege raus. Hast du gehört? Leg den Kollege raus. Leg den Stift weg. Rambo, komm, Rambo. Also das nutzt doch nichts. Komm. Lass den Rambo, lass den Jungen raus. Lass dir es sein. Fahrt einfach und ist gut. So einfach ist es aber nicht. Rambo. Ja, da geht's um mehr bei deinem Kumpel. Der wäre jetzt verblutet. Ja. Ich schütze dich. Wir versorgen dich von der in den Wagen rein. Hinten rein. Hier. Yeah. Hallo, komm, ganz ruhig. Pass auf, Rambo. Hinten rein. Pass auf. Wir müssen die Geisel beruhigen. Wir müssen aber auch den Geiselnehmer beruhigen. Man muss Augenkontakt halten und muss einfach versuchen, einfach denjenigen runterzubringen, also den Geiselnehmer, dass er ein bisschen drauf eingeht und dass er nur eine Person oder und nur uns sieht. Feierabend jetzt! Das ist nicht so gut. Ich bin der Spielkommandant hier. Auf jeden Fall, du bist der Trainer. Hier. Ja, weiß ich. Gehen wir auch voll ein. Auf den Bauch. Auf den Bauch. Pass auf. Hier ist der Handschuh. Habt ihr den? Mann. Habt ihr den? Ich hab. Lass mich los, Mann! Ah! Plötzlich hat die Frau dann, die in seinem Arm war, also die bedroht worden ist, hat ihn irgendwie nach hinten geschubst, hat ihm einen Kick gegeben mit dem Arm und da ist er ein Stück nach hinten gewichen. Die Frau ist weggelaufen und da sahen wir unsere Chance und er wollte weglaufen, aber wir haben ihn dann überwältigt, auf den Boden gelegt und gefesselt. Ja. Hey! Komm, und rein! Hey! Rein! Und hin jetzt! Bleibst du hier? Ja. Okay. Muss er noch behandelt werden? Auf jeden Fall. Ja? Ja, er sollte auf jeden Fall ins Krankenhaus fahren. Ne? Wir haben jetzt nur was drauf gemacht, was erstmal die Blutung stillt. Ja, für unseren eigenen Schutz ist natürlich dann auch sehr wichtig, dass gerade solche Patienten auch mit Polizeischutz geleitet werden, ne? Damit uns auch nichts passiert oder im RTW dann irgendwas entwendet wird. Wir haben ja auch Stichsachen, wie auch immer, Messer dabei, Scheren. Deswegen ist die Polizei schon sehr wichtig für uns. Wo ist Ihr Ausweis? Es ist so. Wir haben keine Ausweise. Beide nicht, Sie auch nicht? Also, die haben unsere Ausweise. Auch bulgarische Staatsangehörige? Ja. Okay. Es ist so, wir haben uns mit dem Marco und Hans in Bulgarien in einem Café kennengelernt. Das sind die beiden? Ja. Genau. Die sagten, wir sollen mitkommen, die finden uns hier Arbeit. Sie sind auch geschlagen worden, ja? Ja, die wollten uns verkaufen hier und als Prostituierte. Deswegen habe ich halt noch geschafft aus dem Auto, aber ich hatte sowas von Angst. Am Ende bekamen wir dann von der Frau heraus, dass sie eigentlich unter dem Vorwand nach Deutschland gelockt wurden, dass sie hier ein schöneres Leben haben. Das war leider nicht der Fall. Sie sollten hier zur Prostitution gezwungen werden. Und das ging mir schon sehr nah, weil ich nachvollziehen kann, was das für die Frau dann bedeuten soll. Dass man keine freien Rechte mehr hat. Man wird gezwungen, etwas auszuüben, was man nicht möchte. Und da habe ich richtig mit der Frau mitgefühlt. Okay, dann machen wir das so. Wir nehmen Sie dann mit auf die Wache für eine Aussage. Ja. Ne? Denke ich mir. Ja, müssen Sie genau die Personalien ja auch. Wir haben aber nichts gemacht. Nein. Aber die ganze Sache muss ja geregelt werden. Ne? Ist ja kein Problem. Das schaffen wir schon alles. Ja? Die Straftatbestände hier werden noch abgeklärt, mit der Staatsanwaltschaft abgesprochen. Aber hier steht ganz klar im Raum gefährliche Körperverletzung. Es steht eine Geiselnahme, Freiheitsberaubung. Also da wird einiges auf die beiden zukommen. Die beiden Festgenommenen müssen sich wegen Menschenhandels vor Gericht verantworten. Die beiden Bulgarinnen sind mit dem Schrecken davongekommen. Nur wenige Tage später konnten sie zurück in ihre Heimat reisen.